Herzlich willkommen zum nächsten Teil der Thermodynamik-Vorlesung. Heute befassen wir uns mit Volumen, Druck, Temperatur und Teilchenmenge. Wir erinnern uns, Thermodynamik wurde ja entwickelt, als Wärmekraftmaschinen gebaut wurden und weiterentwickelt wurden. Was passiert in einer Wärmekraftmaschine? Zunächst einmal haben wir eine Verbrennungsreaktion eines Treibstoffes. Also in anderen Worten, eine Oxidationsreaktion von organischen Verbindungen, bei denen Gase entstehen. Diese Gase sind Stickoxide, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Zusätzlich wird Reaktionswärme frei und diese Reaktionswärme heizt die Gase auf und dabei dehnt sich das Gas aus. Das heißt, sie befinden sich in einem Kolben. Der Kolben dehnt sich aus und diese Bewegung des Kolbens wird dann in eine kinetische Energie umgewandelt. Sie sehen, das ist also ein ganz komplexer Prozess. Und wir wollen jetzt aber diesen ganzen Prozess, bevor wir zu dem Thema Reaktionswärme kommen und chemische Reaktionen, wir wollen diesen Prozess von hinten aufzäumen. Das heißt, wir müssen uns erstmal damit befassen, was passiert eigentlich, wenn ein Gas sich ausdehnt, und wie hängt das von der Temperatur ab? Erinnern wir uns. Ich hatte ja in der Eingangsvorlesung erwähnt, dass es einen Unterschied macht, ob wir von einem geschlossenen System sprechen oder einem abgeschlossenen System. Das geschlossene System erlaubt den Austausch von Wärme und Arbeit mit der Umgebung, aber die Stoffmenge bleibt in dem System konstant. Wir hatten das mit dem Dampfkochtopf symbolisiert. Das abgeschlossene System erlaubt keinen Austausch mit der Umgebung. Also weder Stoffmenge kann ausgetauscht werden, noch Wärme und Arbeit. Das hatten wir symbolisiert mit der Thermoskanne. Und wenn wir uns jetzt mit Volumenänderungen befassen, dann wird das davon abhängig sein, ob wir in einem geschlossenen oder abgeschlossenen System uns befinden. Jetzt wollen wir aber erstmal ganz, ganz allgemein uns Gedanken machen. Wie verändert sich das Volumen? Zum einen ist es ganz klar, wenn Sie die Stoffmenge, also verändern, dann verändert sich, wenn alle anderen Bedingungen konstant bleiben, also wie Druck und Temperatur, dann verändert sich das Volumen. Diese Volumenänderung wollen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Wir wollen Systeme betrachten, die eine konstante Stoffmenge haben, also keine chemische Reaktion und auch keine Phasenveränderungen, sondern wir wollen einphasige Systeme anschauen, in denen die Stoffmenge konstant ist. Aber wir müssen das im Hinterkopf haben, dass das Volumen eine extensive Größe ist, also von der Stoffmenge abhängig ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie verändert sich das Volumen, wenn wir Druck und Temperatur verändern. Und das möchte ich jetzt im Folgenden näher beschreiben. Ganz, ganz allgemein haben wir ja eingeführt den isobaren thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der angibt, wie sich das Volumen in Abhängigkeit der Temperatur verändert. Diese Größe war gewichtet noch mit dem Volumen, da das ja eine extensive Größe ist, also mit 1 durch V multipliziert. Und genauso beschreibt die isotherme Kompressibilität, wie sich das Volumen verändert, wenn wir den Druck verändern bei konstanter Temperatur. Auch diese Größe war dann entsprechend nochmal gewichtet, weil man ja betrachten muss, wie das Ausgangsvolumen ist. Also 1 durch V kommt da noch drin vor. Und diese beiden messbaren tabellierten Größen, die helfen uns, jede beliebige Volumenänderung zu beschreiben. Das heißt, wenn wir infinitesimale Temperaturänderungen durchführen, dann verwenden wir den isobaren thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Und wenn wir infinitesimal kleine Druckänderungen durchführen, dann können wir das beschreiben über die isotherme Kompressibilität. Das ist hier einmal aufgeführt. Und diese Gleichung gilt ganz, ganz allgemein, egal ob wir ein Gas haben, eine Flüssigkeit oder einen Festkörper. Das sind messbare Größen. Ganz wichtig ist, dass egal wie wir die Änderungen machen, wenn wir von einem Ausgangszustand starten und nachher in einem Endzustand enden, dann ist das völlig unabhängig davon, auf welchem Weg das Ganze gemacht wird. Also wenn wir einen Prozess konstruieren, in dem zunächst zum Beispiel der Druck verändert wird und damit verändert sich das Volumen
Und anschließend verändern wir die Temperatur so, dass wir an den zum Ausgangsvolumen zurückkommen. Dann ist es völlig egal, wie wir diesen Weg durchlaufen haben. Der Endzustand nachher zählt, wo das Volumen abhängig ist von Druck, Temperatur und Teilchenzahl. Das heißt, diese Größen sind sogenannte Zustandsgrößen, also wegunabhängige Größen. So, jetzt haben wir verstanden, ganz allgemein, wie sich das Volumen in Abhängigkeit von Druck und Temperatur verändern kann. Und nächstes Mal wollen wir einen ganz speziellen Fall diskutieren, nämlich den Fall eines idealen Gases, und wollen dann auch noch den speziellen Fall des geschlossenen Systems betrachten.